Mit Christus wurde ich gekreuzigt. Mit Christus wurde ich gekreuzigt. Nicht ich bin es, der lebt, sondern Christus lebt. Die Vergangenheit hat auf diesen Moment abgezielt. Sie beeinflusst die Gegenwart. Die Zukunftsmöglichkeiten sind fragmentiert. Kein Grund weiterzumachen. Zerschmettert sind die Mauersteine, die mir zu Füßen liegen. Ich kann nur hoffen, dass da irgendjemand ist, der jeden Einzelnen wieder aufsammelt und mein Herz wieder erbaut. In die Wirklichkeit mit diesen unendlichen Dingen. Mit dieser Konstruktion, die ich so mühsam geformt habe. Schließe deine Augen und träume nicht weiter, denn du hast kein Anrecht auf sie. Du hast kein Recht, sie zu sehen, denn sie sind mein. Ich halte sie so fest, dass meine Hände bluten. Es tut gut zu glauben, dass ich meine Schönheit, meine Gabe, meinen Engel in Stein gehauen habe. Du begreifst einfach nicht die Realität Gottes. Dein Magen ist so schwach, um die Wahrheit zu verdauen. Zwischen deinem Magen und deinem Gott sehe ich keinen Unterschied. Haben Sie jemals in die Augen der Sterbenden gesehen? Ja. Und was haben Sie da gesehen? Nichts.